begrüße euch ganz herzlich hier von der Berliner Bahn. Wir sind heute mal auf Abwegen unterwegs, denn in diese Richtung, ja, geht's runter nach Tirano. Wir versuchen heute herauszufinden, was passiert, wenn wir in die andere Richtung fahren wollen. Es haben sich ja viele Leute darüber beschwert, dass die Berliner Bahn zu kurz sei, dass das eher nur so halb abgeschnitten ist. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie das eigentlich aussieht von der Ausgestaltung her, weil es führen ja noch ein paar Gleise in die Richtung. Und ihr seht, da hinten sind auch noch Gleise. Wir befahren die jetzt einfach mal und schauen mal, was passiert. Ich bin da ganz gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Mal schauen, was wir herausfinden werden. Vielleicht wird unsere Tour auch im Nirgendwo enden. Aber ich würde sagen, wir spawnen uns jetzt, damit wir nicht zu Fuß laufen müssen. Spawnen wir uns in Allegra. Da ist er auch schon. Und zwar den hier. So. Einmal hingespawnt. Da ist unser Allegra. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier auf der Strecke aussieht. Einmal den Generalschlüssel rein, den einmal zack und zack. Bremse wird gelöst. Und dann fahren wir jetzt einfach mal los. Ich würde sagen, den Geschwindigkeitsregler setzen wir mal so auf 40, 50, ja, 55 ist, glaube ich, eine ganz gute Geschwindigkeit. Und dann gucken wir einfach mal. Also das sind die Stellen, der Bereich, den man nicht mehr befahren kann. Man kann ihn durchaus noch sehen von Ospizio aus. Das ist so noch Szenerie. Hier sehen wir auch so ein paar, hier so diese fliegenden Tafeln. Ne? Das schleudert dann einem so ein bisschen entgegen. Wir werden das natürlich schneller fahren, als wir eigentlich dürfen. Ja, ganz klar. Aber gut, ne? Also das, wie gesagt, alles Szenerie, die man noch sehen kann von Ospizio aus. Wir fahren jetzt hier über die Grenzbachbrücke mit einer Länge von 4 Metern. Und ne, da hinten irgendwo das Ospizio, da so in dem Bereich. Und jetzt verschwinden wir mal langsam in den Bereich, den man nicht mehr sehen kann. Und jetzt wird es interessant, denn jetzt stellt sich die Frage, wie ist eigentlich die Strecke ausgestaltet hinter dieser Kurve hier? Und wie weit geht sie denn noch? Wir sehen im Streckenmonitor oben, da steht was von einem roten Signal in 3,4 Kilometern. Wir behalten es mal im Auge. Wir sehen auch, Geschwindigkeitsbeschränkungen sind drin bei den Gleisen, interessanterweise. Also ne, irgendwo wurde das schon eingepflegt, wie schnell jetzt hier ein Zug fahren dürfte, gerade in diesem Augenblick. Und wisst ihr, was jetzt hier auffällt an dieser Stelle? Das hier kann man ja normalerweise nicht mehr sehen vom Spiel aus, von der Strecke aus. Und trotzdem ist das hier noch vergleichsweise gut ausgestaltet. Klar, die Landschaft ist so ein bisschen komisch an der Stelle. Hier so ist sie einfach sehr flach. Aber wenn man mal so ein bisschen auf die Details guckt, die Steine, die Blumen, hier so rechts und links, die Ufergestaltung, hier noch ein paar Häuser und vor allen Dingen die Oberleitung mit den Oberleitungsmasten und nach wie vor diesen ganzen Geschwindigkeitstafeln. Ich habe so allmählich den Verdacht, so ganz langsam den Verdacht, dass eigentlich Rivet vielleicht die Strecke tatsächlich geplant hat, dass sie ursprünglich bis St. Moritz gehen soll oder zumindest noch ein bisschen länger. Und nicht hier einfach so enden sollte, denn selbst hier ein Bahnübergang ist noch mit drin, Busse stehen hier. Das sieht für mich alles so aus, als hätte vielleicht irgendwer mal gedacht, ja, das gestalten wir mal einfach aus. Und dann hatten sie aber vielleicht zu wenig Zeit oder was auch immer. Ab jetzt wird es ein bisschen komisch von der Strecke her. Wir fahren mal ein bisschen langsamer. Also, ne, es wirkt auf mich so, als hätten sie ursprünglich mal den Plan gehabt, dass die Strecke tatsächlich länger gehen soll, aber die Zeit hat dann dafür einfach nicht gereicht. Vielleicht, es ist nur eine Vermutung, wir müssen nach wie vor das Signal im Kopf behalten, das dürfen wir nämlich natürlich nicht einfach so überfahren und müssen dann eventuell zu Fuß weiterlaufen, je nachdem, müssen wir mal gucken. Aber ja, nach wie vor Gleise, jetzt die Oberleitung ist mittlerweile weg, fahren können wir trotzdem noch. Ja, die Landschaftsgestaltung an dieser Stelle ist jetzt, naja, geht so. Der Lago Bianco ist jetzt auch mittlerweile weg. Hier nochmal eine kleine Brücke. Hier nochmal ein Bahnübergang. Aber Grastexturen haben wir auf jeden Fall hier auch auf der Stelle. Also da scheint es schon irgendjemand so ein bisschen sich Mühe gegeben zu haben. Kilometer 19. So.
Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir noch fahren können. 1 Kilometer auf jeden Fall noch bis zur roten Tafel. Bis zum roten Signal, bis zur roten Tafel. So, wir fahren mal ein bisschen langsamer. Puff, einmal durch den Kopf durch. Wir müssen einmal ein kleines Foto machen an dieser Stelle, weil ich das doch irgendwie ganz interessant finde. Vielleicht irgendwie so in diese Richtung. Auf unserer kleinen Erkundungsfahrt hier durch die nicht benutzten Gleise. So. Ui, einmal hier runter ins Tal. Bisschen schneller können wir fahren. Machen wir jetzt auch mal wieder. Und da ist aber ein rotes Signal dann voraus. Da werden wir vermutlich einfach mal aussteigen dann. Also auf jeden Fall vorher anhalten. Denn es bringt uns jetzt nichts, den Fahrdienstleiter anzurufen. Der wird uns an dieser Stelle nicht mehr weiterhelfen können. So, da wird uns nämlich schon da steht nämlich schon das Vorsignal. Das zeigt uns halt an, auch diese Stelle vergleichsweise gut texturiert, dekoriert, wie auch immer. Kilometer 18. Wir sind kurz vor Bernina La Galbe. Das Signal ist da vorne. Wir halten mal früh genug an, dass wir hier bloß nicht in Teufels Küche kommen. Jetzt sind wir nämlich schon so weit gefahren. Ja, los, bleib stehen. Einmal raus. Und danke, lieber Zug. Du hast uns treue Dienste geleistet, aber jetzt musst du leider verschwinden. Wir laufen mal weiter und laufen einfach mal an dem Signal vorbei. So, also hier das böse rote Signal. Da laufen wir jetzt einfach dran vorbei. Das gilt nur für Züge. Wir sind aber gerade zu Fuß unterwegs. Ja, also hier seht ihr auch dann also Landschaft und so. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf achten, wie das da aussieht. Aber ihr seht, schaut mal an. Das sieht für mich aus. Wir sind jetzt bei Kilometer 18,0. Das sieht für mich aus, als sei hier tatsächlich mal ein Bahnhof geplant gewesen. Also die Gleise liegen ja nach wie vor. Und das, obwohl wir schon ein ganzes Stück gefahren sind. Hier richtig vermutlich mit einer Weiche, die wir auch bedienen können. Ja, okay, bedienen können wir sie nicht. Aber Signale stehen hier. Hier eine Weiche, die wir bedienen können. Aha. An dem Bahnhof laufen wir auch mal dran vorbei. Das sieht für mich so aus, als sei hier dann ein Bahnsteig. Ja, vermutlich mit dem Bahnhofsgebäude irgendwie hier an dieser Stelle. Ja. Und wir laufen mal weiter. Hier sind die Weichen, die dann zusammengeführt werden. Und dann haben wir schon mal einen weiteren Bahnhof entdeckt auf der Karte. Was nach wie vor meines Erachtens den Verdacht erhärtet, dass tatsächlich es mal geplant gewesen ist, dass die Strecke durchaus länger hätte gehen können. Aber aus welchen Gründen auch immer ging sie dann nicht länger. Vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht, weiß ich nicht, finanzielle Gründe, was auch immer. Irgendwas wird da schon gewesen sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass der ursprüngliche Plan war, vielleicht die Strecke sogar ganz bis St. Moritz zu bauen, aber dann halt gesehen wurde, okay, ja, das schaffen wir vielleicht einfach nicht. Okay, das nächste Signal ist an 800 Metern. Und auf geht's. Die 800 Meter können wir aber auch fahren. Schauen wir mal, wie weit uns die Gleise hier eigentlich führen. Wir sind jetzt mittlerweile auf der Karte. Ja, schon sehr weit weg.
sehr weit weg. Also hier bis hierhin würde man normalerweise ja niemals bauen, wenn es wirklich nur Szenerie sein soll. Klar, man baut so einen halben Kilometer oder vielleicht einen Kilometer oder so noch weiter die Gleise, so lange bis die halt nicht mehr gesehen werden, damit die KI-Züge noch verschwinden in irgendwelche Portale, ohne dass man das im Spiel sieht. Aber so lang definitiv nicht. So, oh, hier sind ein paar Löcher in der Landschaft. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dass man da nicht einfach reinfällt. Weil sonst schwierig. So, Vorsignal ist wieder aufgestellt. Und da vorne ist das Hauptsignal. Da werden wir das gleiche dann wieder machen. Und zwar sind wir dann hier, wenn ich das richtig sehe, sind wir dann bei Bernina Diavolezza. Der nächste Haltepunkt an der Strecke. Der ist ungefähr so 1,5 Kilometer von Bernina La Galpe entfernt. So, und auch dich werden wir hier einmal zum Halten bringen. Aha, man kann die Tür nicht aufmachen während der Fahrt. Interessant. Vielen Dank, lieber Zug. Wir machen alleine weiter. Und schauen mal, wie weit wir weiterlaufen können. Das sieht für mich dann wiederum nur aus, wie ich es gerade eben gesagt habe. Das könnte vielleicht tatsächlich irgendwie ein Bahnsteig oder sowas gewesen sein. Allein die Tatsache, dass hier Signale noch verbaut sind. Zwar nicht einfach nur so als Placeholder-Signale, sondern wirklich richtige Signale. Das zeigt schon einiges hier. Ja. Gut, dann nehmen wir uns mal wieder einen neuen Zug. Und platzieren ihn. Steigen wieder ein. Ihr kennt das ganze Spiel. Oh, diesmal sogar mit Fahrgästen. Hallihallo. Auf unserer Expeditionstour. So könnte man es vielleicht nennen: Expeditionstour. So, nächstes haltzeigendes Signal. Bong. In 600 Metern. Nächster Halt wäre dann Bernina Suhrt. Also geschrieben Suot in ungefähr 1 Kilometer. Pi mal Daumen. Interessant, interessant, interessant auf jeden Fall. Ja. So, hinter der Kurve müssen wir jetzt wieder gleich anhalten. So, einmal zack, die Notbremse rein und wir steigen aus. Lass mich raus. Dankeschön, lieber Zug, auch du darfst verschwinden. Wir laufen zu Fuß weiter. Und schauen mal, was wir als nächstes entdecken. So, mal ist noch ein bisschen zu früh, glaube ich, ein Fahrzeug zu erzeugen. So, Allegra. Wir steigen ein. Rüsten auf. Und fahren los. Einfach mal Vollstoff. 400 Meter haben wir bis zum nächsten haltzeigenden Signal. Ja gut, hätten wir jetzt eigentlich auch laufen können. Aber das müsste dann Bernina Diavolezza sein. Quatsch, Bernina Suhrt. Ne? Hier sehen wir auch tatsächlich wieder richtig Weichenanlagen und so. Wo ist unser Signal? Da vorne. Ja, also da kann mir keiner erzählen, dass das hier noch Szenerie ist. Ne? Also da steckt schon definitiv mehr dahinter. Also zumindest kann man eine Art Plan daraus erkennen, was das.
mal ursprünglich vielleicht hätte werden sollen. Vielleicht könnte man übrigens hier mal nochmal ein kleines Bild so von oben mal schießen. So in die Richtung vielleicht. Ja, stellen wir es eher null fokalisiert ein, das passt schon. So. Bye bye, lieber Zug. Und wir machen kurz zu Fuß weiter bis zum nächsten Signal. Das sieht für mich aus wie ein Bahnübergang. Und wir lassen einen neuen Zug erscheinen. Na? Warum klappt das jetzt nicht? Hallihallo? Ich würde gerne einen weiteren Zug erscheinen lassen. Das wäre toll. Allegra. Okay. Das geht jetzt nicht mehr. Können wir irgendeinen anderen Zug erzeugen lassen? TGW ist vielleicht keine gute Idee, aber ja, eine 204. Nee, geht auch nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Müssen wir mal so weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie weit man kommt mit der Kamera. Und leider können wir dann auch nicht schneller. Und ich weiß nicht, ob es nicht dann irgendwann so Lot-Probleme gibt mit der Kamera und ob wir nicht den Weg lieber zu Fuß laufen müssen. Ja, einmal hier vorbei an diesem riesigen Tor. Ja, das sind solche Brocken der Landschaftsgestaltung. Sowas wäre dann natürlich weg. In dem, wenn das released worden wäre, würde man sowas dann natürlich nicht mehr sehen. Das wäre dann irgendwie weggestaltet worden. Und ja, ich kann die Kamera leider nicht beschleunigen, weil das die freie Kamera ist. Ah, ich habe aber eine Idee, sorry. Weil die Kamera, diese Kamera ist ein bisschen langsam. Aber wenn wir die Kamera 8 nehmen von einem Zug, wenn wir die Kamera 8 nehmen von einem Zug, dann sind wir natürlich um einiges schneller, weil wir da den Turbo zünden können. Dann fahren wir halt nicht mehr selbst Zug, sondern werden jetzt den Rest der Fahrt ja, mit der Drohne dann erkunden. Ich muss nur einen Ort finden, wo ich hier wieder einen Zug erzeugen lassen kann. Schauen wir mal. So, vielleicht hier hinter diesem Signal. So, ah, gerade was grün. Da ist grün. Na? War es da gerade nicht grün? Nee, doch nicht. Na komm schon. Warum können wir denn jetzt keinen Zug mehr erzeugen? Geht das hier? Nö. Geht das hier? Ja, hier geht das. So, was haben wir eigentlich hier erzeugt, frage ich mich. Gar nichts? Okay. Allegra. So. So, nämlich können wir jetzt in die 8-Kamera springen. Und so sind wir natürlich viel schneller unterwegs als mit der Kamera, mit der wir Fotos machen. Und jetzt durchfliegen wir einfach mal hier dieses Tal. Und schauen mal, wie weit uns tatsächlich hier die Gleise... Oh, seht ihr das? Ah, ich dachte kurz, das sind Gebäude da hinten. Ja, ja, okay. Also, aha. Seht ihr das?
Seht ihr das? Da fährt ein Zug. Hallo, wo kommst du denn her? Ein KI-Zug. Wie weit entfernt spawnt der denn bitte? Ach, deshalb konnten wir auch vorhin keinen Zug erzeugen, weil der hier uns blockiert hat. Aber wo ist denn bitte der Spawnpunkt von dem Zug? Ist ja der Wahnsinn. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier irgendwie auf irgendjemanden treffen. So, dann geht das da so runter, das Tal, und dann geht das hier auf dieser Seite weiter. Also fliegen wir mal einmal darüber. Also schon irgendwie, glaube ich, ein schöner Streckenabschnitt auf jeden Fall. So, gehen wir mal wieder näher zu den Gleisen ran. Aber wo hat denn bitte dieser Zug gespawnt? Warum spawnt er denn so viele Kilometer entfernt? Ist ja der Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben den jetzt nicht blockiert. Ach, selbst wenn, ist das ja egal. Das geht uns ja heute nichts an, was den Fahrplan angeht. So, ab jetzt ist es natürlich auch sehr schwer zu sagen, welche Stationen hier irgendwie was sein könnten. Also wo hier jetzt noch welche Station ist. Leider kenne ich mich halt geografisch auch nicht aus, sodass ich selbst auch nicht wirklich beurteilen kann. Ich sehe nach wie vor Signale, die hier auch tatsächlich verbaut sind. Einmal kurz die Kamera ausrichten. So. Aha, auch das sieht für mich aus wie eine große Gleisanlage. Also keine große Gleisanlage, aber auf jeden Fall irgendwie eine Art Bahnhof, der hier ja vermutlich anzutreffen ist. Sehen wir auch hier so ein bisschen an dieser Textur. Hier steht vermutlich das Bahnhofsgebäude. Gibt es hier irgendwie so eine Kilometrierung? Dann könnte ich vielleicht herausfinden, wo das gewesen sein könnte. So, hier wird das Terrain ein bisschen sehr flach. Steht hier was drauf? 7. 700. 700 ist... das war Surovas. Das hier ist der Bahnhof oder Haltepunkt Surovas. Und danach müsste Pontresina kommen, und zwar in ungefähr 1,5 bis 2 Kilometern. Schauen wir mal, ob wir Pontresina finden. Da ist Pontresina, Leute. Die Züge, wow, die KI-Züge fahren einfach in Pontresina los. Wie wild ist das denn? Das ist ja mal verrückt. Das ist ja mal verrückt. Muss ich ja mal tatsächlich mal einen Screenshot machen, mal auf die alte Art, weil wir jetzt nicht in den Kameramodus gehen können. Aber verrückt. Guckt euch das an, wie hier die Gleise tatsächlich allesamt ausgebaut worden sind. Man hätte doch niemals so viele Gleise hingebaut, wenn es nur darum geht, dass irgendein KI-Zug irgendwo losfährt. So, Pontresina. Jetzt weiß ich nicht, welcher der Gleise wir hier verfolgen sollen. Wir versuchen mal irgendwie beide im Blick zu behalten. Danach käme nämlich dann Punt Muragel Stadt. Interessant auf jeden Fall, dass es hier so eine doppelte Gleisführung gibt. Vielleicht einmal rechts, einmal links. Also im Grunde genommen irgendwie, ja. Also die Gleise versinken hier im Terrain und gehen dann da rechts noch weiter. Also das, ich glaube, wir müssen eher rechts lang, oder? Also wir gucken jetzt gleich mal, was hier links um die Ecke ist. Okay, da gehen die Gleise auch weiter. Ich würde sagen, wir folgen jetzt erstmal hier diesem Weg. Und dann kommen wir gleich wieder zurück und folgen dem anderen Weg. So. Auch hier wieder wirklich Gleise gelegt. Signale sind da.
frage mich, ob es hier irgendwo noch so eine Kilometrierungstafel gibt. Fliegen wir mal näher zu den Gleisen ran. Dann kann ich es vielleicht auch so ein bisschen selber beurteilen. Auch hier wieder eine große Gleisanlage. Könnte das schon St. Moritz sein? Ist das St. Moritz? Kann ich mir schon vorstellen, oder? Das wird ja dann doch wohl schon ein größerer Bahnhof sein. Ich gucke mir mal ganz kurz ein Bild an von St. Moritz vom Bahnhof. Hier aus der Luft heraus, aber ja, könnte, glaube ich, hinkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste man das mal bei OpenRailwayMap.org mal nachgucken. Geht die Strecke hier noch zweigleisig weiter, bis sie dann, glaube ich, da hinten tatsächlich verschwindet im Terrain. Mal gucken, ob sie auf der anderen Seite wieder auftaucht. Nee, ab da sind die Gleise tatsächlich weg. Dann würde ich sagen, verfolgen wir einmal noch ganz kurz die andere Spur, die wir noch hatten. Also wenn wir jetzt hier wieder zurückfliegen. Einmal hier über St. Moritz. Das ist ja wirklich verrückt, wenn das wirklich St. Moritz ist. Oder St. Moritz. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das tatsächlich ausspricht. Falls das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. Aber wie scheint, liegen wirklich die Gleise für die gesamte Berliner Bahn. Ja, also, wie war das? Wir sind dann von hier aus gekommen. Und die Gleise sind dann, die anderen sind dann da so rechts weggegangen. Die gucken wir uns natürlich jetzt auch mal eben an. Das könnte der Haltepunkt Kellerina Staats sein, übrigens. 2 Kilometer von St. Moritz entfernt. Ich glaube, das kommt auch ganz gut hin von der Entfernung her. Natürlich fehlen hier die ganzen Wassertexturen und so, ne? Die sind in Realität. Es ist hier überall noch Gewässer. Und jetzt folgen wir mal diesem anderen Streckenzweig und gucken noch, wo der uns hinführt. Das wird wohl irgendwie, ja, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, eine Art Nebenbahn sein, aber ich glaube nicht, dass die Berliner Bahn selbst noch irgendwelche Nebenbahnen hat. Aber auch das hier ist noch vergleichsweise, ja, halbwegs noch gescheit ausgebaut. Okay, und dann verschwinden die Gleise hier in dem Berg und kommen dann auch nicht mehr raus, denke ich. Oder? Gucken wir mal von weiter oben. Nein, so weit oben können wir nicht. Sonst haben wir da den Nebel. Nee, schaut mal. Schaut mal. Was haben wir? So. Die Gleise kommen nämlich hier wieder raus. Und hier haben wir noch einen großen Bahnhof. Ist das vielleicht St. Moritz? Und hier endet die Strecke. Hier gehen auch keine Gleise mehr raus. Leute, wir haben St. Moritz gefunden. Gibt es einfach im TSW. Die gesamte Berliner Bahn. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wurde gebaut. Die gesamten Gleise wurden verlegt. Die gesamten, ja, das Gelände und so wurde auch schon mehr oder weniger zumindest erzeugt und texturiert. Ein paar Wege wurden texturiert, die Gleise wurden gelegt, wir haben ganz lange noch Oberleitung gelegt. Für mich ist das eigentlich mehr oder weniger der Beweis, dass Rivet Games tatsächlich ursprünglich geplant hat, die gesamte Linie zu bauen. Wir haben sie nicht bekommen. Aus welchen Gründen auch immer, da möchte ich auch gar nicht drüber groß jetzt weiter noch spekulieren. Aber das wird es. Es kann sein, dass wir das ja vielleicht irgendwann noch als DLC bekommen. Wer weiß, vielleicht ist es ja geplant, dass vielleicht eine Streckenerweiterung als DLC kommen wird, so wie im Train Simulator. Da wurde ja auch die Berliner Bahn in zwei Teile geteilt. Aber interessant auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so dazu denkt, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Dann wieder vermutlich mit einem ganz normalen Video. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute, alles Liebe. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.